Herzlich willkommen zur 96. Folge Simutrans. So, die Flugzeuge und die ganzen Dings laufen hier uns Sturm. Hier vorne ist leichter Stau. Ich glaube, ich komme auf die gar nicht ran, ne? Nicht so wirklich. Und vor allem der bringt ja. Der bringt ja hier auch noch weitere. Da. Ja, 25 kriegt der Graf Zeppelin. Lass uns mal ganz kurz schauen, ob wir da schon irgendwas Angenehmeres haben. 25. Postzeppelin. Wir haben nichts. Wir haben tatsächlich nichts. Aber gut, die sind jetzt höchstwahrscheinlich alle gleichzeitig angekommen. Deswegen sollte sich das im Regelfall hier gleich austarieren. Ich weiß ja auch nicht, wie das sich ausgeht, wenn wir jetzt sagen, wir bauen hier eine zweite Landebahn hin. Wäre das theoretisch möglich? Hier eine zweite Landebahn hinzusetzen. Mit einem zusätzlichen Rollfeld. Könnte unter Umständen klappen. Weiß ich aber nicht. Aber sehen wir halt erst bei 9. Deswegen, wir brauchen hier eigentlich unbedingt, also wirklich unbedingt gut, der ist darüber. Obwohl, warte mal. Kann man das nicht anders bauen? Mal die Verbindung weg. Die Verbindung weg. Wir bauen jetzt einfach mal ein Rollfeld. So ran. Dann müssten wir theoretisch. Theoretisch praktisch. Wir haben da so einen. Dann müsste das ja so theoretisch funktionieren. Könnte, muss nicht. Auf jeden Fall geht der Betriebsgewinn wieder auf eine gute Million und der Kontostand geht relativ gut nach oben. So. Das scheint zu funktionieren, aber wir kriegen hier nie im Leben 6.800 Passagiere raus mit den Zeppelinen, weil die gerade auch mal 510er Kapazität haben. Die fliegen halt wirklich komplett auf Null. Aber die machen halt Profit, ne? Na gut, 20.000. 88 behält ein Stück gut. Backwaren nicht da. Eier haben sie ein bisschen da. Obst ist unterwegs. Eier sind unterwegs. Backwaren sind unterwegs. Es ist halt einfach alles unterwegs, aber wir kriegen es halt hier nicht umgesetzt.
Wo fährt der gerade? Ich meine, der liefert hier 320 Paletten Backwaren an. Und Textilien. Aber Dagobert verbraucht einfach so extrem viel. Deswegen, wo ist denn der Obstbauer? Ach so, der Obstbauer hier oben. Der ist einfach überlastet. Kriegen wir die Produktionskennzahlen hier noch hoch? Warte mal, wie... Moment. Wieso kriegt der süße Früchte für und alles da? Aber wieso kriegt der Obstbauer hier erhöht um 0? Weil das hier nur als Fundament zählt oder was? Und das hier ist von... Moment. Das heißt, du musst... Du bist das Fundament. Warte mal, macht den Ausbau mal zu. Wenn ich da drauf drücke, geht's. Da geht's auch. Da geht's auch. Verdammt, okay. Nee, hat damit nichts zu tun. Der kriegt ihn dann nur daran, aber wieso kriegt er, wieso nimmt er denn keinen Strom ab? Erzeugung, Auslastung. Last 0%. Heißt das, der hat Stromanschluss? Jo, gute Nacht, guten Abend, schön, dass du da warst und so. Vielen Dank. Der braucht Strom, aber wieso kriegt er keinen Strom? Hier 104 Einheiten, aber er kriegt keinen Strom. Wir könnten den verdoppeln, aber er kriegt halt einfach keinen Strom. Nächstes Problem. Deswegen stehen nämlich hier die Fahrzeuge, die Dagobert beliefern wollen, aber die nichts kriegen. Das gleiche mit dem Geflügelhof hier. Produktionskennzahlen erhöht um Strom. Der ja, du kriegst es. Deswegen kann der jetzt hier halt einfach mal 3024 Einheiten Eier machen. Auch dementsprechend natürlich aber auch massiv viel Tierfutter. So, du hier. Und er kommt nur alle 5 Monate an. Das ist halt, boah. Mal ganz kurz in den Untergrund wechseln.
Die stehen hier und warten darauf, dass sie beladen werden können. So, Pumuckl sagt auch was, es macht keinen Sinn, hier zwei Loks hintereinander zu setzen. Die Loks an sich sind ja eigentlich nur dafür da. Zack. Um halt hier einfach genug Power drauf zu bekommen. Ansonsten würden die ja mit zu wenig Last fahren. So, haben wir jetzt eigentlich irgendwo noch großartige Probleme? Ja gut, Bocholt ist voll. Borgrim ist richtig voll. Uff, Moment. Was ist hier in Torgrim kaputt? Tennisplatz? Der ist hier. Marterstraße ist auch hier. Goldgasse ist auch hier. Brauhaus. Was ist das? Brauhausgasse ist auch hier. Das heißt, alle auf der Linie hier. Torgrim Bus 1. Torgrim Bus 1. Oh, hier sind auch die ganz alten Fahrzeuge drauf. Die ganz, ganz alten Fahrzeuge. Ausmustern. Starten, starten. Da müssen wir mal ganz dringend mal nachbessern. Warum habe ich denn das beim letzten Mal nicht gemacht beim Umbau? War mir das zu teuer? Ich sag Post, 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 Post. Also ich denke mal, da sollte man vielleicht sogar schon 5 draufsetzen, damit wir das hier mal ein bisschen abgearbeitet bekommen, weil das sind ja hier einfach mal ja fast 1000 Leute, die da über die Linie wollen. Und das ist ein bisschen too much, ein bisschen sehr too much. Aber ich verstehe nicht, warum ich das nicht gleich gemacht hätte. War na gut, okay. Was ist das denn hier für ein Ding? Kleines Heizkraftwerk. Okay. Oh was, der fährt nur 30?
Ventilator. Boah, wieso fährt denn der nur 30? Ja gut, das bremst natürlich jetzt hier richtig aus. Gut, aber wir kriegen ja trotzdem. Ach so, warte mal, wir hatten ja hier außen rum, hatten wir die Tram laufen. Nee, das ist ja nicht. Wo ist denn? Ah, wir müssen einmal ganz kurz in die Richtung hin. Was bist du für einer? Backwaren für Berlin. Da muss ich hin. Das sind Passagiere mit der Schwebebahn. Nur die Post per Tram. Wir müssen kriegen wir nur eine Tram drauf. Eine einzige Tram. Ja. Die macht 70 Säcke Post mit 45. Das wäre eine Möglichkeit. Meine, gut, bei 5 Fahrzeugen. An sich ist es ja nicht schlecht. Und wir bauen ja auch ab. Boah, und hier ist es voll. Warte mal, Tore. Was ist denn hier passiert? Bauernhof. Holy shit. So leicht ist, dass ich wieder ablenken, ne? Das hier sind die, ne? 544. Wie viel fahren nach Dagobert? Da haben wir schon zwei drauf fahren.
Aber wahrscheinlich in der Gegenrichtung wieder nicht genug, ne? Weil der Weg ist halt einfach auch echt kurz. Und wir haben da. Hier ist das gleiche Problem. Grundsätzlich schlecht. Okay. Heißt, wir müssen uns jetzt was einfallen lassen. Aber hier fällt auch der Akkumulator. Sattlerstraße. Ja, es ist halt alles kleine Dorfkirche. Ich meine, wenn wir da einfach noch ein paar mehr Fahrzeuge fahren lassen. Das sollte das ja theoretisch auch gehen. Ist aber keine Dauerlösung. Aber ich meine, dass wir im nächsten Jahr einen neuen Postwagen bekommen. Und ich denke mal, so lange könnte man das unter Umständen noch aussitzen. So, der Betriebsgewinn geht wieder auf 2 Millionen. Ich weiß gar nicht, wir waren schon mal irgendwann auf 5 Millionen oder sowas hoch, ne? Gerade hier so in unserem Hauptjahr 1924 mit 26 Millionen Betriebsgewinn. Ich hoffe ja mal, dass wir dann zumindest die 14 Millionen dieses Jahr schaffen. Das wäre im Schnitt eine Million, ein bisschen mehr als eine Million im Monat. Aber ich denke, was sollten wir schaffen? Moment, was ist denn das? Ach so, ja, stimmt. Hier war ja jetzt das Problem, dass die natürlich jetzt richtig Vollgas geben können zu den Märkten. Weil die Werften ja nichts mehr abnehmen, weil die Werften wollen ja jetzt auch. Da ist er. Die wollen jetzt auch einen Duckel Stahl haben, was wir nicht liefern können. Deswegen ist ja. Die ganze Geschichte hier steht. Was? Kohlekraftwerk? Achso, stimmt, wir haben jetzt hier auch ein Kohle. Ne, das ist das Sägewerk. Hier unten haben wir ein Kohlekraftwerk. Aber hier haben wir noch Kohle. Und hier haben auch mehr als genug Kohle. Okay, wir haben mehr als genug Kohle. Dann geht's ja. Ach stimmt, weil wir die Kohle ja hier anliefern. Und hier ist ja auch alles voll mit Kohle. 2314 Tonnen. Und hier fahren ja unsere Kohletrams. Ich hoffe, dass wir das irgendwann demnächst auch noch mal anders hinbekommen, weil das ist einfach Wahnsinn. Aber was willst du im Jahr 1929 erwarten, ne?
ist halt so. Aber das Ding hat mehr als genug Kohle. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Kommen Sie rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.